Kommen wir zu Shindy. Passend dazu, also zu OZ und Ashraf natürlich hier. Schönes 6pm-Shirt. Auf jeden Fall nochmal danke an OZ dafür. Und ja, neuer Song. Freue ich mich natürlich extrem drauf, weil diesmal ist es nochmal ein bisschen besonderer. Shindy featuring OZ. Featuring. Ja, das heißt, wir bekommen Rap oder Gesang. Das ist lecker. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache zumindest. Produced auch von OZ. Es ist halt, Digga, das ist so geistesgestört. Und Mix und Master von Lex Barkey. Das ist auch schon wieder. Eieieiei. Okay, da der Song, meinte gerade jemand, kein Video hat, okay, werden wir uns das Ganze auf Spotify geben. Für die Qualität natürlich, ist mir wichtig. Steht hier nochmal mehr drin? Nee, OZ und Shindy, OZ produziert. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Scheiße, ich erkenne das Sample nicht. Geiles Sample, Alter, geiles Sample. Baby, keiner kennt uns nicht. Hab die Songs, die die ganze Welt sind. We can make it answer this. Alles so, weil wir wir selbst sind. Müssen nicht mehr rennen, wenn die Cops. Ist das OZ? Ist das jetzt gerade der gleiche Effekt wie bei Drake Grease, wo ich einfach nicht erkannt habe, dass das Drake war am Anfang? So komplett lost gewesen. What? Hab die Songs, die die ganze Welt sind. We can make it answer this. Alles so, weil wir wir selbst sind. Müssen nicht mehr rennen, wenn die Cops kommen. Alter, ich kann gerade wirklich null sagen, ob das ein Mann oder eine Frau singt, aber ich finde, es klingt geil. Ich finde, es klingt geil, aber ich könnte gerade, wenn man mir nicht sagen würde, dass das OZ ist, könnte ich euch gerade eben nicht sagen, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Müssen nicht mehr rennen, wenn die Cops kommen. Aus dem Spiegel zählt er von den Bassdrums. Lass mal vor der Kelle, dann I'm on one. Thank God for the morning sun. Baby Girl, das ist die Drop-Top Dynasty. Shindy OZ, jeder will so sein wie die. Pushen knapp ne Mio um den See. Und meine Kette ist ein 7er BMW. Und unsere Uhren hier ein Mercedes. Boah, Shindys Stimmlage gefällt mir wieder richtig gut. Gestern erst noch den Song hier, welcher war das? War das mit AK außer Kontrolle, Hood oder so, gehört? Hatte mir ja nicht so gut gefallen, aber hier muss ich sagen, also seine Stimmlage wieder Bombe, Alter. Schön arrogant, aber nicht zu soft. Coupé, ich weiß, du willst nicht hören und nicht sehen, denn es tut weh. Zeig mir zwei Kanacken in einem Bentley und einem Rose, iced out. Allein dieser Flex, Alter. Zeit, ciao, all fancy für die Hoes. Big Papa, Don Dada wie P. Diddy. Sollen wir wirklich Big Papa und so weiter noch Anlehnung nennen? Das ist ja eigentlich schon offensichtlich, ne? Juice, Playboy seit Miss 60. Respektier die Goats, dieses Mal. Miss 60, Alter. Welche Frau trägt eigentlich heutzutage noch Miss 60? Ich weiß noch, das war wirklich auch bei mir in der Jugend, ne? Auch das kann man wieder so ein bisschen Nostalgie nennen. Das war ja die Marke, die die Frauen einfach, oder die Mädels, als ich so 15, 16 war, haben die das alle getragen. Und holy shit, sah das gut aus. Aber, also gibt's die Marke heutzutage eigentlich noch? Respektier die Goats, dieses Mal ist für die Bros zeitlos. Wir sind immer on Vogue, Motherfucker. Baby, keiner kennt uns nicht. Hab die Songs, die die ganze Welt sind. We can make it answer this. Alles so, weil wir wir selbst sind. Müssen nicht mehr rennen, wenn die Cops kommen. Ey, ohne Scheiß, es gibt für mich keinen in Deutschland, auch nur ansatzweise, der so klingt wie OZ, wenn er singt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist gerade konkurrenzlos. Da kann man einfach nur sagen, hey,
mir gefällt das oder mir gefällt das nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es klingt sau fresh. Klingt einfach nur komplett anders irgendwie, ne? Spiegeltürte von den Bassdrums. Lass mal vor der Kelle, da haben wir one. Thank God for the morning sun. Bad Boys, baby, can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Okay, wir hören auf damit. Vor dem Hotel, Shoutout Borola. Pumpen No Scrubs, TLC, naschen. No Scrubs, TLC. Oh Gott, war der Song gut, Alter. Boah. Törtchen aus der Patisserie. Baby, Kaschmirwolle, Vintage Burberry Pullover. Fühl mich wie ein Pimp, get the dirt off my shoulder. Dirt off my shoulder? Dirt off your shoulder, Jay-Z. Und gesampelt hatte es Rin. Rin in Vintage. Ich glaube, Vintage hieß der Song, oder? Ich glaube. Verpasste Calls, paid the cost to be the boss. Drei Jobs, aber heute haben Bitches white thoughts. Wie du hast kein Ohr. Was haben Bitches heutzutage? To be the boss, drei Jobs, aber heute haben Bitches white thoughts. Heute haben Bitches white thongs? Du hast Wild Thoughts! Ah, Wild Thoughts, natürlich. Ne? Da haben wir wieder unsere DJ Khaled-Anlehnung. Wild Thoughts, alter Schwede. OZ Beat in deiner Playlist. Lüg nicht, Baby, wir sind deine. Warte mal, was? OZ Beat in deiner Playlist? Du hast kein OZ Beat in deiner Playlist. Lüg nicht, Baby, wir sind deine All-Time-Favorites. Pass deinen Ton an und verneig dich vor der Greatness. Wir machen keine Moves, wir machen Changes. And that's the way it is. And that's the way it is. And that's the way it is. Di-di-di. Geiler Song gewesen, ne? That's just the way it is. Oh. Hab die Songs, die ganze Welt. We can make it answer this. Alles so, weil wir selbst sind. Ja, Tupac Changes. Ich dachte jetzt nicht, dass ich das noch groß erwähnen muss, aber ja. Ha, chillig, Alter. Definitiv was anderes diesmal. An wen erinnert mich seine Stimme? So aus dem Amerikanischen, sag ich jetzt mal. Boah, The Dream klingt auch anders, ne? Tory? Meint ihr Tory Lanez so ein bisschen? Boah. Ich kann es gerade nicht so wirklich vergleichen. Weil ich das einfach auf Deutsch höre und es klingt auf Deutsch halt einfach ganz anders natürlich, ne? Swali habe ich auch erst gerade dran gedacht, ja. Oha. Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, Überraschung pur. Ich packe den Song in meine Vibe-Playliste. Ich will ihn, glaube ich, ein paar Mal hören. Überraschung pur, dass das OZ einfach singt. Und es klang meiner Meinung nach einfach, es klang einfach besonders. Ich glaube, er polarisiert damit stark. Und das ist ein starker Move, meiner Meinung nach. Weil ich glaube, sehr viele oder fast alle werden darüber reden. Das ist ein guter Move. Und ich finde es auch geil, weil wahrscheinlich kriegen wir dann auch bald mal irgendwie von OZ Songs, ne? Warum auch nicht? Producer sind bald auch die Sänger. Ich meine, bei wem war das? MacLeod? War das MacLeod? Haben wir ja auch den ein oder anderen Part schon gehört. Bei Loredana und bei... Oh Gott. Jetzt kommt's. War das Luciano? War das Mixu? Mixu oder MacLeod? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. War das bei Jamul? Nee, das war bei Luciano, ne? Ja, okay. Ich find's geil. Ist eine geile Entwicklung. Man muss nur mal gucken, ob's einem halt gefällt, ne? Und ich muss sagen, ich fand's fresh.